Anouk, die hatte gerade dreimal hintereinander die gleiche Werbung. Das ist einfach nur, um das Bewusstsein zu prägen. Und auch für die vergesslichen Menschen, gerade in Zeiten der Demenz, muss man die Werbung nochmal wiederholen, damit sie auch drin bleibt. Weißt du? Finde ich auch. Also ist eine gute Sache, absolut. Und hier gibt es auch viele Grüße aus der Community direkt live zu haben quasi. Und da grüße ich doch mal ganz lieb zurück. Ja, Kann man nicht euch beide heiraten? Wird schwer, ist in Deutschland auch illegal, ne? Beide heiraten? Ist Race the Sun kostenlos, muss ich sagen. Nein, kostet 9 Euro bei Steam zu haben. Einfach aber runterladen. Ganz 100 ehrlich, MB. Die lohnen sich und dafür kassiere ich kein Geld dafür, dass ich das sage. Die 10 Euro lohnen sich echt. Wie, warte mal, ich gebe dir 50 Cent. Ich habe 2,50, Alter. Mein ja, Lebensabend ist gesichert. Abonniert alle Sarazar. Sarazar ist der Beste. Finde ich auch gut. Mein Lebensabend ist gesichert. Ich kann jetzt guten Gefühls in die Rente gehen. 2,50 auf der Hand, Alter. Hat nicht jeder. Ich sehe hier gerade einen Post. Trends Dritter weltweit. Ja, auf dem ersten Platz war mal kurz, ne? Platz 2 und einige sagen Platz 1, aber ich sehe es irgendwie nicht. Ich sehe momentan einen Screenshot mal mit Platz 2. Ich sehe im Trend sehe ich noch nicht mal EPD 2014, aber gut, das kann ja gerne sein. Jetzt habe ich gehört, wir waren auf Platz 1 und dann auf Platz 4 weltweit in den Trends, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie, und so wie das springt, scheint es wohl eher ein Bug zu sein als eine Tatsache. Wenn ihr da vielleicht nähere Infos habt, dann twittert es doch mit Hashtag LPT 2014. Das war ein genialer Wir kriegen auf jeden Fall, feiern die Leute die Sendung. Freuen sich sehr, dass wir wieder da sind. Das freut mich auch sehr, dass wir wieder hier sind, für euch sein können. Mich auch. Und vielen Dank, dass ihr immer so fleißig eingeschaltet habt und dass ihr uns überhaupt vermisst habt. Finde ich total gut. Und wir schneiden uns auch bald die Haare, keine Sorge. Ja, ich habe gerade eine Idee. Wir machen mal eine Pantomimen-Sendung, wo wir die ganze Sendung einfach nur als Pantomime moderieren, die ganze Zeit so. Ja, die ganze Sendung kannst du doch nicht machen, anderthalb Stunden. Das wäre voll lustig. Aber dann spielen wir voll gut, weil wir nicht mehr reden müssen. Das stimmt. Oder zwischendurch immer dann so machen. Oh Mann, oh Mann. Das wäre voll lustig eigentlich. Zumindest für 10 Minuten. Danach wäre es scheiße. Okay, LPT auf Platz 4 der weltweiten Trends, tatsächlich. Sinnlose Prokrastination mit LPT 2014, ja, Standard. Mit Let's Plays, mit Fernsehen, mit Medien generell, Zeitungen vielleicht nicht unbedingt, aber ansonsten, die bewegten Medien sind ja alle Prokrastination, kann man ja einfach sagen. Hier ist ein Bild von Michael Wendler, warum ist hier in der Timeline ein Bild von Michael Wendler? Na, das gibt mir zu denken, lieber Gronkh, was hast du mit Wendler zu tun? Das hat Johanna geschrieben, ach, weil ich noch, den Ibis-Hashtag habe ich ja noch mitlaufen vom Dschungelcamp. Habe ich einfach noch mitlaufen von der Twitter-Runde. Und es wurde gefragt, ob ich da vielleicht jeden Tag zur Sendung twittern kann. Aber ich mache das eigentlich immer nur zur ersten Folge, weil ich den Leuten nicht allzu sehr auf den Sack gehen will damit. Weil das ist ja wirklich immer viel. Und dann auch auf Facebook der Spam und sowas. Das tut mir leid. Das wird einfach too much, so gern ich das mache. Und das macht auch mega Spaß, muss ich sagen. Vielleicht mache ich das nochmal eine Folge lang. Mal gucken. Vielleicht auch mal irgendwann täglich oder so, auf einer eigenen Facebook-Seite oder sowas. Nee, wir wollten ja eigentlich, das kann man ja mal ganz kurz vielleicht sagen, ein Format machen, einen Livestream, wo wir daneben sitzen, während das Zeug kommentiert und das Zeug mitkommentieren live. Ihr guckt Dschungelcamp, wir gucken Dschungelcamp und wir kommentieren das live quasi mit, was gerade da passiert. Und ihr könnt euch noch unsere Kommentare dazu reinziehen. Genau. Allerdings ohne Dschungelcamp, dann seht ihr nur unsere Fratzen. Werden wir vielleicht auch noch machen, aber ich glaube, bei dieser Staffel das Problem ist das einfach, leider nicht mehr. Das Problem ist einfach, wir hätten schon längst gemacht, aber der Stream ist ja mal so ein bisschen zeitversetzt. Wenn wir also hier das Bild sehen vom Fernsehen, dann und bis das Signal von hier aus dem Studio zu euch kommt, dann vergehen wieder so, ich glaube, 10 Sekunden oder sowas und dann ist wieder... Unaktuell. Weißt du, wir bräuchten das so 1:1. Da gucken wir noch, ob es eine Lösung gibt. Wenn das funktioniert, machen wir auf jeden Fall Let's Watch mit lustigen Assi-Formaten. So. Ja, finde ich geil. Den Bachelor können wir uns auch noch vorknüpfen. Auf jeden. Next Topmodel. Ach ja, wir haben ja noch als nächstes haben wir auch ein unfasslich geiles Game. Da komme ich mal zu dir rüber. Das ist einfach so toll und die Animationen sind auch so flüssig. Ihr kennt es vielleicht, das war nämlich mein Wichtelgeschenk vom Sergeant Rumpel. Nichts Geringeres als dieser Top-Titel hier. Ja, es ist Beachvolleyball und guck mal da. So. Ja, ja, ach guck mal, der R2D2 ist jetzt auf dir. Pfundig. Du musst in die Kamera gucken. Achso, ja, der Rumpel natürlich. Ich weiß genau, wo er jetzt hinzoomt. Guck ihn dir an. Huch. Wenn du grüßt im Gesicht, Krunk. Du hast grüßt im Gesicht. Ja, das spielen wir jetzt heute Runde. Achso, was? Ja. Nee, so, wir spielen jetzt auf jeden Fall eine Runde Sunshine Beach Volleyball. Das ist. Ich muss kurz noch was ankündigen. Wahrscheinlich wird morgen. Ach, das läuft mit Games for Windows Live. Das geht jetzt leider nicht schade, mehr. Schade, ja. Nee, so. Wahrscheinlich wird morgen mein Facecam-Game. Ich darf den Namen gar nicht sagen, weil das ist ja in Deutschland nicht so ganz erlaubt, das Spiel. Ach, du meinst. Was ich auf meinem Channel publiziere, dieses Ding. Wird morgen vielleicht ausfallen, weil ich echt nicht heute nochmals dazu komme, wahrscheinlich heute Abend das aufzunehmen. Und bei mir fällt wahrscheinlich morgen Starbound aus.
weil ich werde heute Abend doch nicht mehr aufnehmen. Ich werde auf jeden Fall ein bisschen den hier. Ja, der muss mal seinen Hals schonen und ich muss mal meinen Schädel schonen. Oh, meine Nase juckt auch. Okay, das ist jetzt ein Demo-Spiel gerade, was man hier sieht. Das ist natürlich ein geniales Spiel. Man merke auch, die Charaktere sehen unglaublich unterschiedlich aus. Aber ich habe das auch sehr diversifiziert. Liebe ausgewählt. Hm? Aber was man ihm nicht verwehren kann, diesem Game, ist, dass es wirklich viele Teams gibt. Es gibt auf jeden Fall viele Teams und die unterscheiden, wenn das nicht wieder abschmiert, dann. Genau. Hier, wir sind ja Indonesien, haben wir vorhin gewählt und jetzt mache ich mal ändern und dann gibt es hier zum Beispiel, was haben wir denn? Teamwechseln? Die heißen aber auch anders. Die haben dir einfach andere Namen gegeben und eine andere Flagge, das war's. Genau, oder Deutschland. Vielleicht ein anderer Bikini. So, Frankreich, Portugal, Spanien, Italien, Griechenland, Tschechien. Also heiße Schweiz, Mädels gibt es ja überall, bekanntlich, aber die sind jetzt nicht so heiß, leider. Schweden, weil nehmen wir Schweden. Ich nehme die heißen Schweden. So, mal gucken, schmiert er ab. Ich nehme Wetten entgegen. Ja, ist ja abgeschmiert. Hey, da sieht man den Desktop gleich. Ja, das ist noch Early Access und so, ne? Ja, natürlich Early Access. Das seit 10 Jahren in Early Access ist das Ding. Erschienen? Ah, Pentium, vergleichbarer Prozessor. Muss neu sein. 512 GB RAM. Muss neu sein. 30 Länder, Teams, verschiedene Schauplätze also, und bis zu 4 Spieler. Man sieht, wir holen uns auf jeden Fall die View-Zahlen über AAA-Titel. Oh, guck mal, die geben sogar an, dass es hier so viele Länder gibt. Hier siehst du an der Seite. Boah, geil. Hier an der Seite, da geben die sogar mit den Ländern an. Ja, okay, wir haben jetzt die Schwedinnen erfolgreich ausgewählt. Gesamtergebnis -1. Aha, gewonnen 0, verloren 0, Spiele total 0. Aber Gesamtergebnis -1, das gibt mir zu hoffen. Wir haben noch nie mit den Schweden gespielt, wie soll das gehen? Der Rumpel hat heimlich gezockt. Aktuelle Spielzeit 35 Sekunden, wir spielen gar nicht. Die Spielzeit zählt trotzdem. Nee, das ist ja dieses Demo-Ding da wahrscheinlich. Guck mal, Lara ist da gerade zu sehen, die deutsche Lara. Badonga, Badonga. Aber guck mal, die anderen haben alle so, nur die Deutschen haben eigenen Bikini, habe ich das dumpfe Gefühl, oder? Obwohl Schweden hat ja das Gelb wahrscheinlich. Ja, aber die müssen noch ein gelben Bikini und ein blaues Höschen oder so. Also die Briten haben auf jeden Fall auch eine Fahne als Bikini. Ja, die Briten haben immer eine Fahne, die kennt man so. Schweden nicht, weil die Indonesier hatten dasselbe. So was auf Schweden, ne? Machen wir jetzt mal, ich mache Computer bei mir auf der Seite. Wäre schön. Wie war das nochmal? Pfeiltasten und dann irgendwie. Was ist eigentlich Deutschland Steuerung? Deutschland gegen Schweden, alles klar. Was macht eine Steuerung eigentlich für. Keine Ahnung. Was ist doch für ein Wurscht. Team G-Games, da kommst du zurück mit, glaube ich. Oder? Keine Ahnung. Was war ein Schiff? Ich kenne die Steuerung überhaupt nicht. Schiff war Schlag einfach. Ganz normaler. Genau, Pass. Ach, guck mal, doch, die haben die Schwedin. Haben in, ach in ja, Schweden Mensch. Bikini. Mensch. Schwedi, Schwedi. Ja, du bist Schwedi, ne? Du bist Schwedi, Schwedi. Ja. Komm. Und. Angabe. Yeah, komm Gabi, jetzt geht das wieder los. Nein, bitte nicht, bitte drei nicht. Und jetzt kommt der gleiche Scheiß wieder. Ja! Ey, warum reagiert mein Alter, ich bin so awesome. Mein Teammember hat super reagiert. So, der eine wird vom Computer geschaltet und der andere, den ich selber spiele, ist der Spieler. Hä? Was? Gronkh, du bist Lara, oder was? Ja, keine Ahnung, aber die schlägt den Ball irgendwo ins Off, du schießt ja gar nichts mehr. Gemacht, eigentlich müsstest du doch auch Spieler heißen, Gronkh. Ich glaube, du steuerst gar nicht. Natürlich, ich habe doch auf Dingens gemacht. Und immer, sobald ich was mache, reagiert die auch erst. Alter, yeah. Was ist denn hier bitte los? Yeah, weil ich der Beste bin in Beachvolleyball. Ja, wie soll ich denn da von da hinten anlaufen? Ich bin die beste Bitch am Strand, Junge. So. Ey, mein heißen Schweden. Mann, streng dich mal an. Oh, ja, ich bin definitiv Lara. Okay. Alter, die Mucke ist auch fett im Hintergrund. Ja, vor allem die Brustanimation gefällt mir auch sehr. Die ist auch fett. Fett. So, Gabi macht Anschlag. Boah. Nee, Alter, mach kein. Ja! Ja! Ich bin definitiv Lara. Okay. Julie. Da heißt doch auch Julie. Alter, da willst du doch ein IKEA-Möbel verschrauben. Na, das sehe ich doch genau. Wenn die Gabi loslegt, dann ist die Julie, okay? So, komm, Gabi, hau ihn rüber. Vor allem heißt meine Gabi. Komm, come on, girl. Das ist sehr, sehr. Come on, girl. Nein! Alter, was war das denn für da hast du dich aber gewundert. Was war das denn für ein Clipping, Alter? Und jetzt geht's nochmal hier. Oh, haben wir den Scheiß wieder jetzt? Das haben wir vorhin die ganze Zeit gemacht. Yeah, komm. Oh. Hast du gedacht? Man kann den Ball auch nicht lenken oder so. Man kann einfach nur schlagen, glaube ich. Alter, ja! Ich hab auf Steuerung. Was ist denn Steuerung? Bitches. Ich hab Steuerung gedrückt, spaßeshalber. Ich wollte mal gucken, was das macht, aber das macht ja gar nichts. Doch, ich schlag die ganze Zeit mit Steuerung. Das macht bei mir nichts. Nee, ich kann nur mit Shift machen. Bei mir passiert mit Steuerung gar schöne nichts. Sprachausgabe bei mir auch, passiert mit Shift nichts, deswegen habe ich eben so Kacke geschlagen. Wow. Yeah, guck mal, ich zeige euch meinen Hintern, Baby. Weil ich die Lara bin. Ne. Ja! Alter, wie kannst du den von da unten noch über das Netz kriegen? Pro-Game am Volleyball. Alter, das ist so ein schäbiges Spiel einfach. Das ist die heiße Julie, mein Lieber. Ja, das schäbiges Spiel. Warte. Hier, jetzt. Guck dir meinen Hintern an, Lara. Der ist knackiger als deiner. Ne, niemals, wir Alter. Haben alle den gleichen Körper. Du mit deinem Botox-Hintern.
Botox? Ja. Komm, geh mit deiner Zellulitis nach Hause. Das ist keine Zellulite, das ist ein Abenteuerspielplatz. Ey, die Moves sind auch einfach immer dieselben. Das Spiel kann man auf jeden Fall let's playen. 20 Folgen mindestens und immer was Neues. So, ich lehne mich hier einmal ganz cool an. So. Und sonst, Walle, was machst du ach so? Ja, es geht mir eigentlich ganz gut. Ja, ja, und, ja, okay. Hey, was sagst du dazu? Ach du, ich finde das alles völlig in Ordnung. Ja, man kann ja auch mal Volleyball-Spiel. Ach, ich muss ja sagen, die Map ist natürlich... Ah, wer hat die Situation genutzt? Und 5-3 wenigen Führung, die heißen Schweden. Die scheißen Schweden, Alter. Ah, schön. Schreib das doch in deinen Lebenslauf. Kann Beachvolleyball. So. Beachvolleyball ist eigentlich echt cool, Mann. Mega. Ja, das stimmt, oder? Ja, das stimmt. Aber nicht hier unbedingt. Nee, nicht hier. Also die vor allem, das ist immer die gleiche blöde Situation. Gerne auch mit Gabi und Lara. Du kannst ja Lara auch einfach mal woanders hinbewegen, dann passt die auch zu einer anderen Stelle, deine Gabi. Aber es ändert sich nichts. Sie geht dann wieder nach vorne. Du musst mal mit Steuerung springen und dann. Die macht mit Steuerung gar nichts. Ich habe schon Steuerung probiert, die macht aber nichts. Die steht nur rum. Guck mal, die Judy kommt auch einfach nach vorne. Nutzt die Position hinten überhaupt nicht aus. Und jetzt nochmal hier schön. Ja! Hä? Wie geht das denn? So viele Ballberührungen, das gerade übers Netz. Du mit deiner billigen Strategie. Alter, was billige Strategie? Das einmal übers Netz. Ich habe den einmal zurückgeschlagen. Nee. Was heißt denn so viele Ballberührungen? Das war einfach schlecht. Das war nicht schlecht, das Spiel ist einfach kacke. Das war einfach... aber das war gut, oder was? Das war gut, oder was? Du bist echt der Best Pro-Gamer. Alter, das Spiel ist einfach kacke, siehst doch ein. So. Das Spiel ist voll gut, Alter. Jetzt heißt, die haben mir 5 Euro gezahlt. Die wirft hoch, hoch. Ja, ich glaube auch. Ich habe Hashtag, warte, wie heißt der Hashtag? Steht gerade noch nicht. Ja, geil. Und nochmal. Hier, nimm das, Lara, Schnucki. Hä? So, hier, Gabi, hau die nochmal rüber. Komm die rüber, Gabi, Lara. Lara mit dem Move und jetzt hier. Guck mal, puck. Ja, jetzt haben wir, Alter, das Spiel ist so aufregend. Das ist gerade fast so actionaufwendig wie das andere. Lara, du müsstest auch mal springen, so wie er. Ich kann nicht springen, der macht bei Steuerung nichts. Ich hab's schon mehrfach probiert, der macht nichts. Na, dann drück jetzt mal Shift. Guck mal hier. Machst du den selben Move, Alter. Ja, ja, der macht immer nur Shift bei mir. Mehr ja, macht er nicht. Ja, das ist das Gleiche. Bei mir springt der einfach nicht. Ich weiß auch nicht, wie ich... Ah, nee, dann machst du passen, okay? Das ist einfach ein Traum, ey. Das Spiel ist mein Lieblingsspiel ab sofort. Das ist so schlecht. Wir müssen da unbedingt ein Let's Play von machen. Mhm. Alter. Aber die Gabi ist ganz okay, die ist ganz... Warum soll ich das sein? Du bist die Gabi, mein Lieber. Oh, ja, der... Ja, okay. Oh, wer es der 10 hat, hat gewonnen, oder? Bitte, ja. Können wir nicht, wer als erster 8 hat, dann können wir jetzt schon aufhören. Okay. Es geht dir doch um die Ehre. Bei dem Spiel? Was hat das mit Ehre zu tun, Alter? Alter, das ist hier das Lied. Das ganze Spiel ist einfach so verdorben, ey. Geiles Wichtelgeschenk vom Rumpel übrigens gewesen. Das hat er bestimmt noch im Regal gehabt. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Ja, das kauft man doch nicht extra. Das hat er sich extra gekauft. Wahrscheinlich hat er es vorher mal nicht gespielt. Der hat wahrscheinlich auch den Soundtrack eingesungen. Deswegen diese weißen Flecken auf der Ich hab das Spiel entwickelt, so sieht's aus. Hm, was sagst du? Ich hab das Spiel entwickelt. Ach, deswegen. Rumpi Productions. Team 6 Game Studios heißen die. Alter, das Spiel ist so spannend einfach. Ja, wow. Die Moves. Ey, ich glaube, ich breche das jetzt ab, dieses Let's Play. Ich verstehe das gar nicht. Jetzt muss. Ja, ja, 9-1 kann ich noch machen. So, komm. Für den glorreichen Sieg. Das Geile ist, muss ja mit meiner Spielerin nach vorne kommen und mit Judy wechseln, weil sonst bin ich völlig aufgeschmissen. Weil Judy gar nicht reagiert. Alter, genau, und die Lara. Vor allem die schreit, die spielt doch die ganze Zeit auf einen Punkt. Sieg! Ich finde, du übertreibst nicht. Ey, was spielen wir denn jetzt? Ach so, du kannst da bleiben. Kann ich da bleiben? Ja, ne? Jetzt kommt nämlich noch ja, richtig klar. Geil. Jetzt kommt das ein cooles Game. Ja, jetzt kommt echt cooles Game. Oh. Silhouette. Ja, Silhouette. Ach, Silhouette war aber, das war aber echt geil, muss das ich mal sagen. Geil. So, ich schmeiß mal nach vorne. So, Silhouette. Oh, Alter, bloß raus hier aus diesem. Wie habt ihr das Spiel denn empfunden? Wollt ihr das vielleicht auch selber let's playen? Oder wollt ihr da vielleicht auch, habt ihr euch jetzt gedacht, Mensch, das ist so geil, das kaufen wir auch. Gibt's leider nicht für die Xbox One, Microsoft, schade. Habt ihr da, ich muss mal ganz in einer guten Grafik, eine richtig geilen Grafik. Oh, Walle hat weiße Unterwäsche an. Ja, oh, hat man's gesehen? Mensch, das ist ja,
Ich glaube, Calvin Klein hat der Walle heute Calvin an, um Klein. Mal wieder eine Marke zu nennen hier. So, Gronkh sah nie besser aus. Weißt du, bin ich einmal krank, ey, das gibt mir echt zu denken. Sollst öfter krank sein. So, ich glaube auch. Dann geht der Trend einfach nach oben. Das liegt an den Koks, was ich dir gegeben habe. Je mehr ich anhabe, desto weniger scheiße sehe ich aus. Das ist mein Geheimnis einfach. So, war toll, richtig geil. Langweilig. Nur durch euch ist die Spieler tragbar, Jungs, nein. Das ist auch mit uns, das ist gerade durch uns ist das auch ekelhaft. Das Spiel ist eigentlich geil, weil wir das gespielt haben, wirkt es aber doof. Mhm, genau, deswegen. Das ist es natürlich. So, fast so gut wie Girl's Secret? Nee, muss ich sagen, Girl's Secret bietet noch weniger. Aber vom Actiongefühl ist es... ja, aber das hat wenigstens ein Gameplay. Girl's Secret hat ja gar nichts einfach. Ja, das stimmt. Also das ist ja, Girl's Secret ist ja auch kein Spiel, sondern Tagebuch. Das stimmt. Ja, das stimmt sehr so. Gut, Robby. Ich weiß, dass du dein Lieblingsspiel immer verteidigst. So. Hat jemand von euch das Spiel schon durch und ist erst 2? Das kann natürlich auch sein, dass da jemand sagt, oh, ihr seid so ein Luschen, ich habe das schon durchgespielt oder so. Komisch, bei solchen Spielen Race sagt das keiner. Race the Sun, das war echt geil, ja. Boah, ja, das war richtig geil. Woher weiß Erik, dass Walle Calvin Klein anhat? Weil vorhin schon da eine halbe Buchse irgendwie in der Gegend rumhing. Seine ich Hose hat mir da eben nackt moderiert und, ja, ja. Und deswegen hat er das gesehen. Hat sich nur zwischendurch angezogen, weil da unten hat er jetzt einen kleinen Husten. Da macht immer Hatschi. So. Ja, wurde echt kalt. So, ich habe das schon mit 4 Monaten durchgespielt. Ach, die Anuki wieder, guck mal. So. Was? Ich heule vor Lachen bei diesem Spiel und Walles Unterhose. Wenn ich bei Walles Unterhose heule ich auch immer. Das sind keine Freudentränen. Das ist eher Giftgasangriff. So, pass auf, wir spielen jetzt, was spielen wir? Silhouette, ne? Warum sagst du das, dass du immer heulst? Du siehst meine Unterhose hoffentlich nicht so oft. Sein, du wenn du wüsstest, sag erst noch mal ein bisschen, wenn du wüsstest, wie oft deine Hose auf halb 8 hängt. Rumpi, was sag noch mal ein bisschen was zu dem Game, bitte. Also, Silhouette ist ein Spiel für 2 Personen. Einer ist quasi der Gejagte, der andere ist ein Mörder. In diesem Falle ist er hier der Gejagte und er hier ist der Mörder. Und es funktioniert folgendermaßen, beide sind in einem Raum eingesperrt und der Gejagte muss einen Schlüssel finden, um zur Tür zu kommen. Und man wechselt sich immer ab in so kurzen Runden. Je näher man aneinander ist, desto kürzer werden diese Runden. Das werdet ihr gleich feststellen. Das ist übel, sage ich jetzt. Also ich muss im Prinzip den Schlüssel organisieren und aus diesem Raum entkommen. Und er muss dafür sorgen, dass ich nicht überlebe und mich mit seinem Messer niedertricht hier morgen. Ihr werdet es jetzt sehen. Los geht's. Ein bisschen unbasiert. Aber das ist das Game, dann eine wichtige Information. Das ist Freeware. Man kann es kostenlos herunterladen und zwar unter der Adresse, die gesendet wurde. Es ist Freeware. Entschuldigung. So, Silhouette, da ist es schon. So sieht es aus. Heute spielen wir verdammt viele Spiele. Wir spielen ja nachher auch noch mit euch ein Community-Game. Ja, Silhouette ist momentan dunkel. Man sieht Strike Vector spielen wir nachher noch. Hier ist die Wohnung. Ich habe noch so ein Spiel gespielt in 3D. Da ist man quasi First Person unterwegs. Ich weiß aber nicht mehr, wie das heißt. Ich muss sagen, das ist echt geil. So, machen wir was anderes. Ne? Hier Arena oder? Breakout ist super. Weiß ich, wie ich hinkomme. Hier Männer machen wir, oder? Okay, Männer. Large. Oh, ist aber vielleicht ganz gut, oder? Ja, du wirst mich dann auf jeden Fall kriegen bei Large. Aber ist ja egal. Nee, bei Large gerade ist die Gefahr geringer. Im kleinen Raum finde ich ja eher. Weil du musst ja auch länger deinen Schlüssel suchen. Obwohl, eigentlich ist es egal wahrscheinlich. Es tut sich was. Ja, testen wir mal. Wir werden es ja, jetzt ich muss erfahren. Ja auch den Schlüssel erst wie macht finden das und Shift? Dann kann ich erst aus der Tür raus. So, jetzt bin ich zuerst dran. Darf erst mal entkommen. So, da hast du gleich eine Spritze gefunden. Das ist ganz gut. Der Walle kann sich mit einer Spritze nämlich hochheilen. So, als und jetzt Gejagter. Ist der Gronkh wieder dran. So, und ich bin noch ganz weit Alter, weg. Alter, das ist ja mega groß. Man hört es am Herzschlag, warte mal. Wie nah der Gronkh entfernt ist oder. Oh, es ist weggegangen, so der Herzschlag. Mist, ich bin also. Ah. Du gehst also nach rechts. Dann gehe ich auch mal nach rechts. Ja, wir sind jetzt hier in so einem Haus. Ihr seht's, der Gronkh ist eine schwarze Person. Ich bin der Mörder im Haus und muss versuchen, den Walle zu finden. Boah, das ist aber echt. Womit schlägst du denn eigentlich? Mit R? Mit dem Shift, glaube ich. Ja, das Spiel ist saugeil, das macht echt Laune. Was oh echt? Nein! Nee, das ist ein anderer Raum. Das wird echt hart, dich zu finden. Ja, das ist sehr, sehr labyrinthisch, aber es wird auch hart, überhaupt hier irgendwas zu finden, weil wenn ich den Schlüssel habe, muss ich auch erstmal den Ausgang finden. Alter, ich weiß überhaupt nicht, wo geht's denn hier lang, das Alter? Das war ein bisschen übertrieben für den Anfang. Ich glaube auch. Zeigen. Verdammt, hätten wir mal ein kleineres genommen. Ja. Aber mal gucken, noch ist nicht aller Tage wie Abend. Denn hier wie raus? Noch ist nicht aller Tage Abend. Da kommt der Herzschlag. Ich bin in deiner Nähe. Ich kriege dich. Na, finde mich erstmal. Du bist weggegangen. Scheiße. Immer auf den Herzschlag hören. Immer auf dein Herz hören, mein Lieber. Du musst auf dein Herz hören, wie es schlägt, wie es bläht. Cool. Bringt mir jetzt aber nicht viel. Ich brauche den Schlüssel unbedingt. Und dann muss ich die Tür finden. Das oh nein! Eine Gast du Sack. Die Karte ist mega assi.
Dies, oh, jetzt kommt. Nein! Nein! Alter, wie kann ich nochmal schlagen? Ja, ich hab, du hast keine Zeit genug. Ich bin ja genau. Nee, ich müsste schlagen können, aber ich weiß nicht wie. Verdammt, Rumpi, weißt du das noch? Shift oder Steuerung oder R? Nee, geht irgendwie nicht. Und R ist zu weit weg. Du bist noch zu nah dran. Ganz einfach. Nee, es müsste gehen. Eigentlich müsste ich dich locker kriegen. Alter, ich muss dich doch locker. Scheiße! Nein, du kriegst mich nicht. Nein! Nein! Ich weiß nicht, wie ich schlage, verdammt! Ich muss doch hier irgendwas drücken! Ich muss was drücken! Oh! Hast du was gedrückt? Ich muss drücken! Alter, drück doch jetzt, bring den um! Bring den Wall um! Los! Ich kann nicht mehr schlagen. Ich muss hier irgendwie rauskommen, aber wo? Wo zur Hölle bist du lang gekommen? Das Problem ist, ich kann mir die ganze Zeit so rumlaufen, Alter. Nein! Sag mir nicht, dass es ein Sackgasse ist. Aber ich weiß ja eh nicht, wie ich schlage, verdammt. Rechte Alt ist dein Schlagen. Ach, das Alt. Na, verdammt. So ein alter Hut. Nein! Hehehe! Alter, jetzt muss ich die Spritze nehmen. Oh, bleib ich da noch hängen? Wie scheiße kannst du denn sein? Nein! Mit Shift kannst du sprinten, ne? Ich? Ja. Hehehehe! Mein lieber Freund! Nein, du Arsch! Ich sprinte überhaupt nicht. Nein, da ist es! Nein! Yes! Silhouette hat gewonnen! Ja, aber geiles Spiel. Oh, armer Sari. Mach nochmal eine mit einem kleineren Raum. Ja, mach mal die Breakout oder so. Kann ich hier mal? Ich gehe mal ins Main Menu. Mach mal ganz kurz New Game. Breakout hatten wir ja schon. Ja, aber da wissen wir wenigstens ungefähr. Sales, nee, Large. Nee, Arena. Breakout war gut, war Medium. Tiny. Ja, das ist vielleicht zu klein, oder? Deathtrap, Large. Ich guck mal ganz, die eine hatten wir ja schon, weißt du? Die hatten wir schon beim. In der Probe hatten wir die. Silman vielleicht? Ja, okay. Mal gucken. Ich glaube, umso so südlicher die sind, umso schwerer wird. Oh nein. Nee, lass mal eine offene machen, komm. Hä, wieso? Das ist wieder so eine Labyrinthkarte. Na gut, mach mal eine offene New Game. Mach doch einfach mal Arena oder so, das ist bestimmt easy. Aber die ist large. Ich mach mal Break, dann mach ich nochmal Breakout ganz kurz. Genau, die war ja ganz cool, da können wir das mit dem Verschieben von Sachen zeigen und so. Ich huste nochmal vor lauter Freude. Also, Achso. Fängt an. Boah, aber das ist echt. Jetzt muss ich hier die Sachen verschieben. Das hier ist echt ätzend und vor allem, du weißt ja auch, wo der Schlüssel ist. Das ja, aber die verändern sich doch, ne? Das weiß das ich Das Problem gar nicht. Ist halt auch immer, wenn ich dir was wegräume, räume ich dir ja den Weg frei. Das stimmt und vor allen Dingen, ich komme ja schon. Und du siehst genau, wo ich langgelaufen bin. Das ist natürlich genauso problematisch. Hab ich eine Spritze noch? Ja, hab ich. Alter, scheiße. Nein! Hallo? Oh, nein! Ey, lass mich hier durch, du Arsch. Ich kann dir den. Rate mal, wer zu Besuch kommt! Nein. Ich bin seine Tante! Schmack sie auf die Wange! Nein! Warum kann er nicht mehr sprinten, der Arsch? Das ist so ein lahmer Sack, ey. Deine Schlüssel! Ich hab ihn! Verdammt! Jetzt nach rechts, die Tür ist rechts, glaube ich. Ja, der trifft mich aber jedes Mal. Nein! Du hast dich getroffen! Ja! Nein! Ja! Siehst du aber, der Schlüssel ist an der gleichen Stelle und auch der Tür. Ja! Also das war, wenn man die Level kennt, der Schlüssel ist tatsächlich an der gleichen Stelle, die Tür ja, auch. Das ist ein bisschen schade. Man nicht, ja. Das, wenn man die Maps kennt, ist es einfacher. Aber es macht halt super Spaß. Mega geiles Game. Das muss man sagen. Die Karten müssen so ein bisschen dynamisch sein. Eine die Tiny Card. Okay. Die Tiny Card. Der Rumpel mag es gerne Tiny, das haben wir ja schon bei Rust gesehen. So. Deathtrap? Nee, wo ist es? Face-Off ist die, glaube ich. Face-Off, ne? Tiny. Tiny gab es auch noch. Ach, Klaustrophobie. Klaustrophobie, so. Genau. Die probieren wir jetzt nochmal aus, die einfach weil es ja Spaß mega macht. Tiny sein, ne? Die muss aber richtig Tiny sein. Ja. Tiny Tensure, kennst du? Ach, da ist die Tür schon. Ey, crazy. Wo ist der Schlüssel? Der muss ich da. Ich hab da viel weniger Zeit, verdammte Axt. Weil ihr näher zusammen seid. Je enger ihr zusammen seid, desto weniger Zeit habt ihr immer. Oh, fuck. Wo soll denn hier bitte der Schlüssel? Alter, Schwanz. Alter, ich nagel dich gegen die Wand, mein Junge. Nein, nein. Ja,
Ja, das ist der Schlüssel. Nein! Nein! Du musst auch wenn du auf ihn zusprintest, Scheiß, Alter. Drecksgame! Der ist immer so aggressiv, ich bin so lieb im Spiel. Ach, guck mal. Wenn du auf ihn zurennst, dann kannst du durch ihn durchrennen auch. Silhouette can break tables by attacking them. Das ist ja interessant, wusste ich gar nicht. Der Mörder kann also auch die Tische kaputt schlagen. Vor Zorn! Ein schönes Spiel. Gefällt mir gut. Ja, besser als das Beach-Ding. So. Ja, auf jeden Fall. Ein bisschen. Das ist ein geiles Game. Ja, finde ich auch. Geil. Also macht mega Spaß, muss man sagen. Und vor allen Dingen, es ist kostenlos. Ne? Kannst du auch selber ziehen. Ich weiß gar nicht, welche Seite. Einfach mal gucken. Ey, ich habe ja völlig was vergessen, was ich heute an dir anwenden wollte, wenn du irgendwas was gewinnst. Was wolltest du da an mir anwenden? Das wende ich dann nächste Woche an. Es wird sehr lustig. Ich habe ja noch was. Ein Petto. Ja. Etwas ja, Geheimes. Ja. Was denn? Ja, das verrate ich dir nicht. Was denn? Einige der Zuschauer werden es vielleicht ahnen, weil ich da schon mal ein Foto gepostet hatte davon. Vor ein paar Wochen. Ich brauche mehr Info. Ich habe eine Art Geschenk für den Gronkh. Eine Art Geschenk? Mach mal weiter. Wenn der Sarazar ein Geschenk für mich hat. Werbung oder machen wir direkt weiter? Wir gehen natürlich in die Werbung. Ach so. Ach so, wir gehen in die Werbung erstmal. Ja, wir haben Werbung noch auf der wie Liste. Immer. Werbung. Ach so, ja, Freunde, sehen wir uns in paar Sekunden. 120 Sekunden wieder. Ihr könnt erstmal kacken gehen. Das ist schon gut.